Dann kommen wir zu der News, die heute Nacht gekommen ist. Und zwar hat NIO, ihr wisst, die sind auch in München vertreten und da sind einige YouTuber, große Kanäle ja bereits den ES9 und ES7 gefahren. Ist es oder sind sie kurz davor, nennen wir es lieber so, auf den internationalen europäischen Markt zu kommen und die Fahrzeuge in großen Skaleneffekt anzubieten? Die angesprochenen Fahrzeuge sind heute eher SUVs und zeigen aber auch in China, in ihrem Heimatmarkt, wie erfolgreich sie damit sind und dass sie nicht alle Dinge kopieren und nachmachen, sondern auch erfolgreich das Batterie-Swap-System eingeführt haben. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel ein NIO mit einer kleineren Batterie kaufen und könnt dann über eine Option, wenn ihr längere Strecken fahrt, an so einen Wechselplatz fahren, bekommt eine frische, also geladene, größere Batterie raus und zahlt dementsprechend nur für die Zeit, wo ihr diese größere Batterie habt, wo ihr vielleicht größere Strecken fahren wollt, einen kleinen Obolus. Also wieder ein digitales Geschäftsmodell, was damit zukommt, was das Fahrzeug für vielleicht ändernde Anforderungen dann dementsprechend anpassen kann. So. Und heute Nacht, jetzt gucken wir mal, wie das Bild dann bleibt, wenn wir das machen, weil mich nervt, dass das diese Werbung da über den Dieselskandal schon wieder durchgeht. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und bei dem NIO Day am 9. Januar ist nun der ET7 vorgestellt worden. Und ihr seht schon, es ist eine Limousine, die wahrscheinlich irgendwo so eine Größe zwischen dem P7 von XPeng und dem Lucid Air landen wird. Darum sagte ich, ja, wir haben einen weiteren Herausforderer oder Marktteilnehmer im Bereich der Limousinen. Und dieses Fahrzeug ist dementsprechend auch von, vom Start an änderbar geplant. Also das heißt, das Fahrzeug wird in der ersten Variante, die 2021, also dieses Jahr noch kommen, mit einer 70 Kilowattstunden Batterie und einer 100 Kilowattstunden Batterie auf den Markt kommen, mit dem sie 500 bzw. 700 Kilometer Reichweite schaffen wollen. Jetzt sprachen wir ja gerade davon, dass NIO bereits auf Batterie-Swap-Systeme setzt. Und so lässt es nicht verwundern, dass sie auch schon ein bisschen in die Zukunft gucken und sagen, wenn wir die Energiedichte erhöht haben von den Zellen und auf den gleichen Raum, wo ich heute die Zellen für einen 100 Kilowattstunden Akku reinbekomme, gehen wir davon aus, dass wir einen 150 Kilowattstunden Akku bekommen, wird es bis Ende 2022 dieses Fahrzeug auch mit einem 150 Kilowattstunden Akku geben, der dann sogar bis zu 1000 Kilometer schaffen soll. So, das Ganze schaffen sie auch mit hervorragender Performance, denn die Fahrzeuge werden zwischen 480 Newtonmeter oder beziehungsweise werden auf 850 Newtonmeter Drehmoment kommen und haben einen 480 Kilowatt Antriebssystem drin in der Peak und schaffen dann den Sprint von 0 auf 100 Stundenkilometer in 3,9 Sekunden. Ich denke, das ist immer noch atemberaubend. Hier sieht man nochmal dieses Skateboard-Modell wieder, unten die Batteriezellen drin oder hier seht ihr das eigentlich die Batteriezellen drin, die dann auch gewechselt werden können, plus zwei Motoren Front und Heck und dementsprechend kann man auch davon ausgehen, dass da noch einige Fahrzeuge kommen werden. Preise habe ich noch nicht gesehen, wir scrollen mal weiter runter, ob wir das noch sehen, auf jeden Fall wird hier anders. Auf jeden Fall wird dieses Fahrzeug auch im Premium-Luxus-Bereich sein. Also das heißt, ihr werdet hier ein Heads-Up-Display haben. Ihr habt diesen Assistenten, dieses NIO-Assistenzsystem drin, was so eine KI ist, die mit euch auch spricht. Ihr seht hier eher kleinere Displays im Verhältnis zu dem, was da ja gerade mit dem Hyperscreen vom Daimler-Benz passiert. Aber das Fahrzeug wird natürlich auch in einer anderen Preisklasse dann unterwegs sein und wir reden hier als Standard von 23 Lautsprechern in dem Fahrzeug drinnen und auch hier hinten, natürlich durch dieses Glas, da werden wir sehr, sehr viel Kopffreiheit haben. Man spricht hier wieder von diesem Infinity Roof, also wo ihr dann dementsprechend nach oben schauen könnt. Finde ich unglaublich ansprechend, das Fahrzeug. So, und Preise,
Wir wissen es nicht. Also, wir werden es dann irgendwie mal sehen. So, jetzt kommen wir aber zu dem Hammer, auf den wir ja bei Tesla warten und der ja auch mehr und mehr angekündigt wird. Das Fahrzeug wird auch, man weiß es nicht, ob es beim Markt eintritt, aber es wird später Level 5 Autonomie anbieten können. Es hat hier Kamerasysteme, es hat LiDAR drin und Adam. Das ist der Computer oder der Supercomputer, den NIO entwickelt hat. Und das Ganze müsst ihr nicht etwa kaufen, wenn ihr das Fahrzeug bekommt, sondern ebenfalls wieder, ihr könnt das für monatlich 680 Yen oder 105 Dollar oder 100 Euro wahrscheinlich irgendwie in dem Raum im Monat dazu buchen. Das ist ja genau das, wo viele sagen, naja, warum soll ich heute 10.000 Euro dafür zahlen, fürs Fully Self-Driving bei Tesla, wenn ich es wahrscheinlich in den 3 Jahren, wo ich das Fahrzeug habe, nie nutzen werde. Selbst wenn es in diesen 3 Jahren kommt, ist es dann 10.000 Euro wert, das am Anfang schon zu zahlen? Oder möchte ich vielleicht in die Zukunft gerichtet die Möglichkeit haben, dieses System dann zu testen und so eine monatliche Abonnement darauf zu machen, wenn ich zum Beispiel wirklich in den Urlaub fahre oder längere Strecken fahre und das einzunehmen? So, was wir auch noch sehen, hier ist der Adam einmal erklärt, ich möchte aber auf was ganz anderes gehen. Ich hoffe, dass wenn ich das hier anklicke, dass das Bild größer wird. So, was ihr aber auch seht, ist, dass sie das LiDAR-System, wie es auch zum Beispiel bei dem K-Byte von Byton angesprochen ist, in die Front besser integrieren. Also wir haben das ja bei den LiDAR-Systemen bisher immer so gesehen, dass das so ein riesen Knubbel ist, wo sich dann dieser Spiegel um den Laser herum dreht. Und hier sehen wir es, dass es in die Frontscheibe integriert wird und wesentlich kleiner ist. Und ich denke, dass es, hier sieht man wahrscheinlich noch besser, dass es gar nicht mehr so auffällig ist. Schreibt gerne mal darunter, ob euch dieses Fahrzeug oder ob euch die Fahrzeuge an sich von NIO interessieren. Ich finde den ET7 unglaublich interessant. Und könnt ihr mir vorstellen, dass je nachdem, wie schnell sie damit an den Markt kommen, sie auch sehr viele Kunden von aktuellen Premium-Marken, aktuellen westeuropäischen und US-amerikanischen Premium-Marken für sich gewinnen können. So, das soll es diese Woche gewesen sein. Lasst gerne nochmal einen Daumen nach oben da. Ich drücke gerne nochmal hier auf meinen Knopf und lade euch dazu ein, einerseits bei Twitter mir zu folgen, und andererseits, wenn ihr es noch nicht habt, dem Kanal bei YouTube zu folgen. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da. Bleibt gesund. Der Phantom-Error kommt gerade mit dazu und wünscht uns allen einen schönen guten Morgen und trinkt noch einen Kaffee. Ich meine die Panda-Ohren, ja. Also, ihr habt das gesehen, der Axel Müller hatte darüber auch schon bei Twitter etwas gepostet und hatte da auch gesagt, was wir von dem ET7 halten. Mega das Fahrzeug. Ansonsten bleibt bitte gesund. Wir kriegen dieses Pandemie-Ding irgendwie in den Griff und wichtig ist, dass wir ruhig bleiben und irgendwann ist alles wieder toll und wir sehen uns auch alle da draußen. Ansonsten ein Daumen, freut mich. Bis nächste Woche in den nächsten News. Ciao, sagt euer André von Fair.